10. Juli 2010. 100-jähriges Jubiläum des FC Olympia Fauerbach. Zu Gast wird heute die Eintracht Frankfurt sein. Herr Richtli, Sie sind der erste Vorsitzende. Was sind die Ziele vom Verein? Was gibt es an Neuerungen? Wie sieht sich der Verein selbst? Ja gut, zunächst mal ist es natürlich für uns als FC Olympia, für einen kleinen Verein, ein unheimlich gutes Erlebnis, großes Erlebnis, weil wir es geschafft haben, Eintracht Frankfurt hier nach Friedberg zu holen, hier aus Burgfeld. Für einen kleinen Verein wie unser Verein mit ca. 300 Mitgliedern natürlich auch ein finanzielles Risiko gewesen, aber dank der vielen Sponsoren haben wir es tatsächlich geschafft. Es ein Jahr später leider, dadurch, dass letztes Jahr der Trainerwechsel stattfand, Funkel, Skippe, die Eintracht, die Profimannschaft hier nach Friedberg zu holen. Der Verein selbst hat ja mehrere Abteilungen. Gibt es da jetzt auch für die Zukunft Planungen, dass da noch mehr für die Jugend getan wird? Ja, wir machen natürlich schon seit 15 Jahren sehr intensiv Jugendarbeit. Wir sind in allen Jugendmannschaften besetzt mit eigenen Jugendlichen. Das ist auch der große Erfolg unserer ersten Mannschaft, die im Spitzenplatz der Kreisoberliga spielt. Und wir hoffen natürlich immer wieder, dass wir Jugendliche aus dem eigenen Nachwuchs rausbekommen, die uns dann hier in der ersten Mannschaft unterstützen. Stichwort war Kreisoberliga. In Zukunft rechnen Sie mittelfristig mit dem Aufstieg? Wir waren letzten beiden Jahre Fünfter und Sechster und werden natürlich, oder das Ziel kann es jetzt nicht mehr sein, nur in der Kreisoberliga zu spielen, sondern wir haben schon vor, mittelfristig mal in die Gruppenliga aufzusteigen. Hier haben wir den Jugendleiter des FC Olympia Fauerbach. Was machen Sie für eine Vereinsarbeit für die Jugend? Wo sind die Vorteile? Wir haben bei uns in Fauerbach haben wir alle Jugenden, von der G bis zur A-Jugend. Wir fördern die Jugendarbeit aus dem Grund, weil wir für unsere eigene Mannschaft den Nachwuchs ranziehen wollen und die Leute langfristig bei unseren Verein binden wollen. Zumal bei uns im Verein nicht nur gespielt wird und der Fußball gesehen wird, sondern auch das gesellige Beisammensein spielt für uns auch eine wichtige Rolle. Komm, hier sind die Fachleute. Welches ist auch von den Jugendmannschaften diejenige mit dem größten sportlichen Erfolg bisher? Der größte sportliche Erfolg hat momentan unsere E-Jugendabteilung gehabt, die im Kreispokal und Kreismeisterschaft im Endspiel waren. Aber auch unsere C-Jugend war im Endspiel und auch unsere B-Jugend hat auch das Finale erreicht. Und ansonsten unsere A-Jugend ist halt wichtig für unseren Aufstieg für die aktive Mannschaft. Und noch zum Abschluss ein Tipp zu diesem Spiel. So, Frau Wanz, was machen wir mit den Leuten? Wir gewinnen das 3-0, aber getippt habe ich 11-1 für die Eintracht. Hier haben wir den Trainer der Eintracht Frankfurt, Herr Skippe. Letzte Saison waren 46 Punkte ausgegeben. Wo schätzen Sie ein, wird die Eintracht diese Saison, die kommende, lang? Also ein Saisonziel möchte ich erst ausgeben, wenn wir kurz vor Saisonstart sind und auch eine gut, hoffentlich gute Vorbereitung gehabt haben. Aber eins ist natürlich klar, wir möchten uns verbessern gegenüber der Vorsaison. Wir haben zwar viele gute Spiele gemacht in der letzten Saison, aber auch viele, wo wir mächtig durchgegangen sind. Und die möchte ich gerne streichen. Ist es denn auch geplant, jetzt nach dem Zukauf von Gekas, dass wir mit der Doppelspitze als Duo mit Amadatidis zusammen, dass die auflaufen werden? Ja, wir werden das zumindest in der Vorbereitung testen. Wir werden also sowohl ein Spiel mit einem Stürmer testen, als auch mit zwei Stürmern. Ganz besonders in den Heimspielen wollen wir natürlich in unserer Arena unseren Spielern, unseren Fans natürlich auch ein gutes Spiel und offensives Spiel zeigen. Und dementsprechend wollen wir versuchen, auch mit zwei Spitzen zu spielen. Sie sind aber zuversichtlich, dass die Fans zufrieden sein werden in der kommenden Saison. Sie spielen den offensiven Fußball, wie man jetzt bei der WM gesehen hat. Ja, das wird unser Ziel sein. Wir wollen ähnlich wie in der letzten Saison versuchen, nach vorne zu spielen, sowohl zu Hause, aber auch auswärts und hoffen, dass wir damit gut zurechtkommen, wie wir es in der letzten Saison einige Male wirklich gut gemacht haben. Aber wie gesagt, Steigerungspotenzial ist in der Mannschaft noch da. Und noch ein Tipp zum Ausgang dieses Spieles und heute Abend zum Uruguay-Spiel. Ja, für das Uruguay-Spiel fällt es mir leicht. Ich denke, dass die deutsche Mannschaft gewinnen wird, auch nochmal ein gutes Spiel machen wird. Da tippe ich auf 2-0. Und für unser eigenes Spiel, dafür kenne ich den Gegner zu wenig. Aber ich erwarte von meinen Spielern schon, dass sie etwa 10 Tore schießen werden heute. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Dankeschön. Sehr gerne, bitteschön.
Thank you.